Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Michael Burgstaller. Ich freue mich, dass er entsprechend heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns diese Webinarreihe bezüglich ATAS weiter fortsetzt nach der kleinen Sommerpause. Ich freue mich, dass Sie heute alle live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen. Und heute haben wir das Thema Q&A, neue Funktionen und Helpdesk. Ich bin sehr gespannt, was Herr Michael heute für uns mitgebracht hat und natürlich auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Bevor wir dann tatsächlich starten, sage ich natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen im Namen von FXWet. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es heute weniger um das Trading an sich geht oder sogar Live-Trading. Gut, dann Michael, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Einen wunderschönen guten Abend. Kann man mich hören und sehen? Alles gut. Dann klingt das super. Also, dann fangen wir heute an mit unserem Thema. Wir haben heute Q&A, das heißt, ich brauche euch auch, wenn ihr Fragen habt, Anliegen habt, dann schreibt ihr mir das bitte rein. Ich versuche das mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, sodass letztendlich dann jeder zufrieden in den viel zu warmen Abend geht. Ja, ich sitze hier im Büro, tropft mir der Schweiß von der Stirn, der Computer arbeitet und ich weiß schon nicht mehr wohin. Aber der Kaffee ist warm. Also lass uns starten. Wir haben Q&A für Fragen. Wir haben heute neue Funktionen, sehr viele neue Funktionen. Ich habe heute Informationen für euch zu Entwicklungsschritten, die wir gerade durchmachen und was gerade fertig ist. Zum Beispiel Trade Copier und andere gute Dinge. Und da wird auch die eine oder andere Überraschung dabei sein. Und dann kann ich euch eben zeigen, was eben gerade alles so passiert. Und wenn irgendwelche spezifischen Fragen auftauchen, ist egal zu was, rund um Atlas, dann bitte reinschreiben. Ich versuche das bestmöglich zu machen. Ich mache das heute ein bisschen so wie ein, ja, Nachrichtensender. Ich werde euch einfach alles präsentieren, was sich die letzten Wochen getan hat, weil doch sehr viele Fragen beim letzten Webinar noch zu gewissen Tools und Dingen aufgekommen sind, die wir machen. Und ja, das wird sich jetzt ein bisschen splitten. Ein Teil wird ganz kurz, das reiße ich nur ganz kurz an, die Webseite betreffen, weil wir da ein paar Änderungen und ein paar Erneuerungen haben, die gut für euch sind und werden dann gleich in die Plattform rüberspringen. Dann fange ich mal an. Gut, den Schirm könnt ihr sehen, hat das läuft. Aber vorab möchte ich euch noch zwei Kleinigkeiten präsentieren. Und zwar haben wir, für einige ist es wichtig, unsere Support-Oberfläche auf der Webseite verändert bzw. erneuert. Ihr könnt euch jetzt einloggen im Support-Bereich, habt hier im Prinzip eine Suchmaske, habt hier direkten Zugang zur Wissensdatenbank, wo alles drinnen ist, was ihr benötigt, für erste Schritte, über Verbinden und so weiter und so fort. Das ist erneuert worden. Und im Startbereich könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr bei FXFlat seid und ihr möchtet den MetaTrader verbinden, in das Suchfeld reingehen, was ihr braucht, MetaTrader 5. Dann poppt sofort auf Verbindung mit MetaTrader 5, dann kann man das anklicken. Dann gibt es ein Video dazu, dann gibt es gute Beschreibung dazu und man weiß, wie man den MetaTrader mit ATAS verbindet. Zum Beispiel. Das funktioniert ziemlich mit allem, was es so in dieser Datenbank gibt. Zusätzlich habt ihr hier noch die Möglichkeit, ein Ticket einzureichen. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt an de.support@atas.net schreiben, dann kommt es auch rein und wird automatisch ein Ticket erstellt. Oder ihr könnt das über das System machen, ein Ticket einreichen, Requester reinschreiben, um was es geht, einen Anhang dazu und abschicken. Dann habt ihr hier dann später unter Tickets eure gesammelten Tickets, eure Aufträge im Prinzip oder Anfragen, die es ihr an uns geschickt habt. Das ist jetzt einmal das Thema Wissensdatenbank. Ist natürlich in allen Sprachen verfügbar, dass wir das kurz erledigt haben. Die zweite Erneuerung wird die wenigsten von euch treffen. Das ist die Komplettdokumentation.
man kann sich auch auf Heldung stellen, super, was die Programmierung betrifft. Ja, da kann man im Prinzip sämtliches rauslesen, wenn man Indikatoren und Tools programmiert für ADAS. Hat man hier die Möglichkeit, also wenn man das Programmieren anfangen möchte, hat man hier die Möglichkeit, sämtliche Wissensstränge rauszuziehen, wie man Strategien entwickelt, mit Code-Vorschau und so weiter und so fort, Indikatoren, wie man diese anlegen kann, wie man die Renderung schreibt in der Programmiersprache, wie das Koordinatensystem funktioniert. Also alles für Entwickler, deswegen husche ich hier nur ganz schnell drüber, weil für die meisten von uns ist das nichts. Gut, das war's schon, was die Webseite betrifft. Das sind so kleine Gimmicks, die was eben das Leben von allen erleichtern sollen. Das ist jedenfalls mal der Plan. Dann starten wir gleich in die Plattform rein. Ich habe euch im vorigen Webinar, glaube ich, dieses Copy Trading Modul gezeigt. Gute Nachrichten. Das hat die Alpha durchlaufen, es hat die Beta durchlaufen. Das kommt in aller Kürze jetzt in die Latest. Und ihr könnt mit diesem Modul, ich zeige es euch nochmal für all jene, die voriges Mal nicht dabei waren. Ich stelle schnell die Plattform noch auf Deutsch. Hier ist die Übersetzung noch nicht ganz fertig. Ich verwende die Alpha. Ihr könnt hier Gruppen erstellen, wo ihr einen Master-Account auswählt und euch Accounts einlegen könnt. Hier zum Beispiel zwei Accounts, die eben genau das tun, was der Master-Account macht. Ja. Also hier kann man im Prinzip eine Kopiergruppe erstellen, dass alles, was ich in dem Konto mache, auf den anderen Konten genauso gemacht wird. Es gibt zwei Modi, die Positionsmodi und Orders-Modi. Beim Positionsmodus wird nur die Position gespiegelt auf die anderen Konten und beim Order-Modus wird jede Limit-Order genauso auf alle anderen Konten also übertragen. Vorweg muss man hier sagen, im Order-Modus ist es so, dass dieses System jegliche Order auf die anderen Konten überträgt. Wenn man jetzt annimmt, man hat eine Position offen, die ist gespiegelt auf diese Konten, nachdem der Copy-Modus auf Orders ist und ich schließe auf Unterkonten die Position und schließe es dann am Hauptkonto, schickt das Hauptkonto die Schließung auf die Subkonten. Das heißt, wenn ich die Position vorab hier schließe, dann macht das System wieder eine Position auf, eine Gegenposition. Wenn ich das auf Positions habe, dann synchronisiert Atlas für euch die Positionen. Das heißt, ihr könnt dann auf Unterkonten Positionen schließen und es passiert nichts, wenn am Hauptkonto die Position auch geschlossen wird. Ja. Zusätzlich haben wir hier noch die Funktion Benachrichtigung und manuelle Bestätigung. Das heißt, vor dem Kopieren zum Beispiel, wenn man wir benachrichtigt und müssen erst einen Haken auf Grün setzen, dass dieser Copy übernommen wird auf die anderen Accounts. Es sieht so aus, dass wir hier nicht limitiert sind. Jetzt haben wir die Gruppe angelegt. Wir können so viele Gruppen und so viele Accounts gleichzeitig handeln, wie wir wollen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt soweit verstanden. Wenn ihr wollt, dass ich es euch einmal zeige, hier mit den Demokonten können wir das später machen. Hier können wir dann die verschiedenen Gruppen eben auf Stopp und auf Play schalten, aktiv schalten. Wir haben dann hier noch eine Übersicht über alle Order und Sachen, die kopiert werden auf den anderen Konten. Das können wir uns dann in Ruhe anschauen. Gibt es Fragen hierzu? Gut, ich probiere das gleich mal abzuarbeiten, wie ich das hier reinbekomme. Der Jörg fragt, ich bräuchte einen genauen Hinweis, wo ich Erklärungen zu den einzelnen Funktionen der ADAS-Nutzung finden kann. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Videos, die man sich durchschauen kann, aber eben um direkt zum Beispiel jetzt zu sagen, ich brauche Informationen zum MetaTrader-Verbindung, ich brauche Informationen zum Charttrader, ich brauche Informationen zum Smart Tape und so weiter und so fort, da kann man doch bei uns auf der Webseite und im Supportbereich gibt es die Wissensdatenbank und dann kommt man genau in diese Maske, die ich euch jetzt gezeigt habe, wo es ihr dann entweder händisch raussuchen könnt, was ihr braucht. Das ist in Kategorien unterteilt. Oder ihr habt eben die Chance, dass ihr in dieses Suchfeld reinschreibt oder eine Frage reinschreibt und das System spuckt euch im Prinzip alles, was an Wissen in dieser Datenbank ist, aus. Das wäre das zu der Wissensdatenbank.
Der nächste fragt, ob ich was zum Market Profile sagen kann wegen den Tails. Ich kann euch so viel sagen, wie der Stand ist. Ja, also das Market Profile und das DPO Profile. Da geht es um verschiedene Dinge wie Tails anzeigen, die Single Prints anders anzeigen, eine Merge-Funktion etc. pp. Ist angesetzt, komplette Überarbeitung des Profilings für Ende des Jahres. Das heißt, wir fangen wahrscheinlich im November an, ja, und je nachdem, wie aufwendig das Ganze wird, wir werden dann noch einen Aufruf starten an Features. Je nachdem, wie aufwendig das wird, kann man dann abschätzen, wie lange das dauert. Ich habe euch was, Moment, ich habe euch was nicht gesagt. Gibt's mir einen kleinen Moment? Weil wir gerade beim Thema sind, es gibt hier auch noch eine neue Maske auf der Webseite. Das ist das Feedback-Formular. Du kannst entweder in der Atlas-Software selber oder auf der Webseite einen Feature-Request schicken. Das haben wir komplett überarbeitet, das Ganze. Das heißt, man kann jetzt sofort einen Feature-Request schreiben. Das wird von allen Kunden dann im Prinzip gelesen und man kann sich hier dann mit seiner Atlas-ID anmelden und kann man dann voten. Ja, also zum Beispiel hier war das Show all drawing objects in one window of a linked group. Hier haben 192 Atlas-User zum Beispiel dieses Thema nach oben gewotet. Und man kann sich dann im Prinzip, Zukunftsplan ist eine Top-Übersetzung, das heißt Roadmap, die ist noch nicht so ganz fertig übersetzt, sieht man dann im Prinzip hier direkt, hier steht Status Roadmap, was geplant ist, was die Kunden nach oben gewotet haben, was gerade in Bearbeitung ist und was gerade fertig geworden ist. Wir haben hier noch ein bisschen ein Problem. Wie ihr sehen könnt, sehen wir teilweise hier Russisch, Deutsch, Englisch, Spanisch. Diese Software, wo dieses Board läuft, dieser Anbieter, Featurebase heißt der, mit dem sind wir in Kontakt. Es wird in Zukunft einen Online-Übersetzer geben, dass das zumindest alles ausgedeutscht ist. Ja, es hat nämlich keinen Sinn, wenn jetzt irgendein Ukrainer oder Russe oder ein Chinese irgendwo ein Feature-Request schreibt und wir alle können den nicht lesen. Das ist noch ein bisschen ein Problem, aber ihr seht hier, wo die Reise hingeht. Wir nehmen euch direkt mit, ihr schreibt Feedbacks. Wenn andere Kunden das für sinnvoll erachten, ja, dann wird das nach oben gewotet. Dann haben wir die Planung. Da sieht man, was geplant ist. Die Merge-Funktion zum Beispiel vom TPO, weil wir gerade geredet haben davon, ist nach oben gewotet worden. Das ist geplant. Hier seht ihr, was gerade in Arbeit ist. Ja. Android VWeb kommt ein neues Zeichentool. Das zeige ich euch nächstes Mal alles. Und hier seht ihr dann im Prinzip direkt aus dem Developer Board heraus, was erledigt worden ist. Ja. Und in Zukunft wird hier auch der Changelog, das heißt, für jedes Update seht ihr dann ganz genau auf dieser Seite, was geändert worden ist, welche Sachen das dazugekommen sind. Das nur, das habe ich ein bisschen vorenthalten, dass wir das auch fertig haben. Der Jörg fragt, wann erscheint Atlas-Version für den Mac? Was ich weiß, sind Kollegen schon dabei, die Grundfunktionalität direkt hinzuschreiben. Na? Und es hängt natürlich alles jetzt an V6. Die Stable-Version ist noch V5, die ist veraltet. Und ab der Latest-Version sind wir auf V6 und wir müssen schauen, dass wir jetzt die Stable-Version eben auf Version 6 bringen, damit wir Version 6 als Ganzes dann auf den Mac bringen. Es ist noch nicht absehbar, wann die Mac-Version fertig ist. Der Wolfgang fragt, ob es eine kurze Demo zum Copy-Trading gibt. Natürlich machen wir sofort. Dann machen wir das Ganze von vorne. Ich habe den Luxus hier unter Accounts, dass ich drei Demo-Accounts habe. Somit kann ich euch das gut zeigen. Ich mache hierzu einfach zwei Charts auf. Diesen Chart werde ich jetzt schnell klonen. Da schmeiße ich alles raus, was wir nicht brauchen. So, dann haben wir hier noch den Chart Trader, hier auch den Chart Trader. Dann machen wir den 1223, den Hauptaccount von mir aus und den 88a, den Subaccount. Dann versuche ich das jetzt hier aber für euch relativ klein zu ziehen, damit wir alle Informationen auf einen Schirm kriegen. So,
Also angenommen, wir machen jetzt ein bisschen einen Versuch. Wir haben links eben den Hauptaccount und rechts den Sub-Account. Und es ist völlig egal, ob das Demo-Accounts sind, Broker-Accounts sind, Fremdkapitalanbieter-Accounts sind. Das ist völlig wurscht. Ja? Das funktioniert mit jedem Account-Typen. Und dann haben wir hier im Prinzip zwei Konten, das 23er und das 68er. Jetzt springen wir schnell hier rein und machen eine Copy-Trading-Gruppe. Und sagen, wir machen eine Gruppe, die fügen wir hinzu. Wir haben jetzt gesagt, unser Hauptaccount ist der 1223er und wir möchten das Ganze, was hier passiert, auf dem 88a haben. So, wir möchten das jetzt mit den Moduspositionen machen. Dann kann ich euch gleich zeigen, was gut ist und was schlecht ist. Ja? Und dann machen wir das Ganze mit Orders. Gut, machen wir hinzufügen, schalten auf Play. Das Ding ist scharf. Ja? Ich versuche das jetzt fenstermäßig so zu machen, damit wir was sehen. Gut, jetzt haben wir hier den Hauptaccount und wir sagen jetzt S&P 500, ich gehe hier short, machen wir Sell Market. Das ist übrigens auch neu. Das erste Mal bekommt ihr die Funktion, dass es bestätigen müsst. Ihr könnt hier aber direkt den Haken setzen, dass ihr mit One-Click-Trading weitermachen wollt. Ja. So, ich habe die Short-Position jetzt am S&P 500 eröffnet. Und er hat mir das Instant auf dem anderen Account gespiegelt, das Ganze. Hier habt ihr natürlich auch drinnen die ganzen Informationen. Hauptkonto ausklappen, hier ist das Unterkonto. Hier könnt ihr dann, hier müsst ihr dann aufpassen, die Positionen separat schließen. Wenn ihr zum Beispiel 10 Accounts habt, kannst du hier die separaten Accounts zumachen. Muss man aber im Positionsmodus machen. Und ihr seht hier, wenn es dann Orders gibt, setzt man rein, ein Sell Limit, dann ist hier im Prinzip auch die Sell Limit drinnen, die wir auch hier raushauen können. So, ihr seht jetzt, weil diese Kopiergruppe auf Positionen gestellt ist, ist diese Sell Limit hier nicht drin. Wenn sie aber angelaufen wird, ist hier dann die Sell Limit dabei. Okay, das ist Variante A. Ich kann hier im Fenster natürlich auch die Positionen schließen. Und ich zeige euch das schnell. Jetzt schließen wir es zuerst im Sub-Account, was man nicht machen sollte. Die Position ist geschlossen. Und wenn ich hier jetzt schließe, dann macht er mal hier die Position auf. Ja, und das darf nicht passieren. Das passiert eigentlich nur im Order-Modus und im Positionsmodus wird das von Atlas synchronisiert, dass das nicht passieren kann. Ja, und jetzt wisst ihr auch, wieso das Ding noch nicht auf der Latest-Version ist, sondern in der Beta-Version hängt. Wenn wir das noch in den Griff kriegen, dann ist die Sache gegessen. Ja. Wo es nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird, ist im Order-Modus. Ja, das funktioniert nicht, weil hier im Prinzip jede Order gespiegelt wird. Das ist nicht anders möglich. Im Positionsmodus haben wir dann die Möglichkeit, wenn ich hier zumache, dass wenn ich dann später im Master zumache, dass hier keine Position mehr kommt. Ihr müsst hier einfach aufpassen, wenn ihr bis jetzt schon die Beta-Version verwendet, denkt dran. Jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal im Order-Modus. Und starten das Ganze rein. Und im Order-Modus sieht es dann so aus, wenn ich hier im Prinzip Orders reinsetze, Play schalten, dann werden die Orders mitgespiegelt. Und wenn ich eine Order schiebe, dann schiebt sich diese Order mit. Also es wird exakt das auf den Sub-Account gemacht, was im Prinzip am Haupt-Account passiert. Und hier das gleiche Spiel und in diesem Modus lässt es sich auch in Zukunft nicht vermeiden. Wenn ich hier schließe, im Sub-Account und hier dann schließe, im Master-Account, sollte sich hier keine Position aufbauen, was nur im Positionsmodus geht. Im Order-Modus wird das in Zukunft auch nicht funktionieren. Ja? Das funktioniert jetzt am Atlas SIM, funktioniert aber draußen nicht. Vergesst es. Ja? Im Atlas SIM haben wir die Möglichkeit, Reduced Only Orders zu vergeben. Das ist draußen nicht bei jedem Broker möglich. Ja, da muss man technisch dann einmal reden. Das ist im Prinzip das Ganze und es müssen auch die Charts nicht offen sein für das. Ich habe die Charts jetzt nur offen gehabt, damit ihr seht, was passiert. Das ist im Prinzip der Copy-Trading-Modus. Haben jetzt schon einige hundert Leute sogar scharf in Verwendung, wobei ich immer abrate davon in der Beta-Version und wir kriegen durchwegs eigentlich nur gutes Feedback. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt, was diesbezüglich wichtig ist. Der Carsten fragt, ich sagte, die Funktionen kommen bald in die Latest-Version. Wird die Stable auch irgendwann aktualisiert? Ja, natürlich. Wie läuft das Ganze ab? Wir kriegen neue Sachen in die Alpha rein.
Da wird das einmal grundsätzlich angeschaut, funktioniert das, macht das Ganze Sinn. Kriegen wir da dann das Okay von uns selbst in dem Fall, es ist meistens für Entwickler die Alpha-Version, dann geht das Ganze in die Beta-Version. In der Beta-Version sind dann die ersten Kunden dabei, die das auch schon aufschnappen, ja, und testen, und da kriegen wir schon Feedback. Ja, dann gibt es ein Update, zwei Updates, Bugs raus und so weiter und so fort. Ist denn das dann auch in Ordnung? Kommt es von der Beta in die Latest-Version? Und sollte da noch irgendwas auftauchen, kann es korrigiert werden. Und ganz zum Schluss gibt es ein großes Update für die Stable-Version. Das heißt, alles, was kommt, kommt früher oder später in die Stable-Version. Und je nachdem, wie der Entwicklungsschritt ist und wie viele Probleme, es gibt beim Programmieren und beim Arbeiten immer Probleme auftauchen, noch da sind, umso länger verzögert sich natürlich ein Stable-Release, weil dort sollte eigentlich wirklich so gut wie geht alles draußen sein, was in der Programmierung anfallen kann. Deswegen wird die Stable-Version am wenigsten oft abgedatet, aber ein Update kommt natürlich, und die Alpha-Version teilweise 4-5 Mal am Tag zur jetzigen Zeit. Ja. Um das jetzt mal kurz anzukurbeln. Der Achim fragt, kann man den Volumen für eine Sammelzone oder Seitwärtszone bestimmen? Natürlich kann man Volumen für eine Sammel- oder Seitwärtszone bestimmen. Wir nehmen da gleich den aktuellen Chart her. Und jetzt tricks mal ein bisschen und wir bilden uns jetzt da mal ein, das ist eine Sammelzone und Volumenzone. Eine Sammelzone, eine Seitwärtsphase, weil ich mich ein bisschen beeile, dass ich heute alles durchkriege mit euch. Naja, wie kann ich das hier bestimmen, das Volumen? So, jetzt kommen wir mal darauf an, welches, das Volumen am Preis oder das Volumen an der Zeit. Das wird ja wohl kein Problem sein, denke ich, für die meisten von euch. Wenn ich hier einen Volumenindikator reinhaue, dann weiß ich im Prinzip, was da an Volumen ist. Und ich sehe in der Sammelzone, dass das Volumen fällt. Wenn ich jetzt aber haben möchte, dass ich genau diesen Bereich profiliere, dann kann ich mir natürlich den Zeichenobjekt, das ist ein bisschen unvorteilhaft eingestellt von der Farbe her, nehmen wir irgendwas Angenehmes, kann ich mir hier ein Zeichenobjektprofil reinhauen, das ich mir auch noch einstellen kann, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt das Ganze grafisch ein bisschen schöner haben möchte, dann sage ich, okay, machen wir Spaß und machen wir einen Gradienten drüber, bla bla bla. Und ich kann hier genauso auslesen, was in dieser Zone und in diesem Bereich oder in dieser Range, wo hier der Bock ist, wo die Value Area ist oder wo eben Clusterzonen sind von dem Ganzen. Das kann ich mir schon anschauen. Ja, also so würde ich das machen, Achim, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gut. Der Markus fragt, der Eisbergindikator ist angekündigt, wann der kommen wird. Ehrlich gesagt wird es noch ein bisschen dauern, nicht weil wir den nicht weiterentwickeln, sondern ihr werdet es jetzt dann sehen, weil wir gerade wo reintauchen, das wird jetzt eh unser nächster Punkt werden, wo wir sehr viel zu tun haben und wo wir noch bessere Tools, was Eisberg und Stops betrifft, machen können. Aber dazu gleich mehr. Dann gehen wir gleich in den nächsten Schritt. Was gibt's Neues? Wir haben extrem viele User gehabt und das ist ein ganz interessantes Thema und das war eigentlich, muss man ehrlicherweise zugestehen, ein bisschen ein Manko von Atas. Also wenn ich das schon sage. Aber das ist einfach so sinnvoll und so gut, was wir da jetzt dazu gemacht haben, und es war auch euch zu verdanken. Ja, ihr seid hergegangen und habt im Support geschrieben, Feature Request geschrieben und so weiter und so fort. Um was geht's? Wir können jetzt hier in unserem Footprint-Modus, denn was wir jetzt offen haben, da einen zweiten Footprint dazu machen. Also wir können hier im Prinzip sagen, ich möchte am linken Footprint, keine Ahnung, das Bid-Ask-Profil haben und ich möchte am rechten Footprint nur das Delta haben und so weiter und so fort. Kann ich meine Heatmap reinhauen. Also ich kann im Prinzip jetzt, machen wir das jetzt einmal so, wir haben hier im Prinzip den Additional Footprint und der lässt sich voll, machen wir ein Profil draus, zum Beispiel Volumen and Trades, wir machen ein ganz normales Volumen, wir machen ein ganz normales Profil. So, jetzt haben wir auf der rechten Seite das Volumenprofil und auf der linken Seite das Bid-Ask-Profil. Wir können jetzt auf der linken Seite zum Beispiel auch nur das Delta machen. Ja, wir können aber auch sagen, ich möchte es jetzt nicht profiliert haben, ich möchte die Full Row haben. Ich kann hier auch sagen, dass ich hier andere Farben drinnen haben möchte und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, nebeneinander zwei Footprint-Typen
voll frei zu konfigurieren, wie es ihr braucht, ob das jetzt Delta, Trades, Volumen und so weiter, Imbalances ist, komplett frei zu konfigurieren, was euch über, ich glaube, mein Programmierer hat gesagt, super, jetzt haben wir über 200.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ist eh schon zu viel, aber für manche Einsatzzwecke wurde ich auch eines Besseren belehrt. Ist es praktisch, wenn ich zwei Footprint-Typen nebeneinander stellen kann? Ja. Und das haben wir im Prinzip geliefert. Was noch in Arbeit ist, ich hoffe, ich bin euch nicht so schnell, aber ich versuche, dass ich alles so gut wie möglich und so schnell wie möglich hier durchdrücken kann. Es kommen einige neue Indikatoren und einer davon ist dieser Order Flow Rhythm, hoffentlich. Hoffentlich habe ich den drinnen. Mach mich nicht schwach, sonst kann ich ihn nicht herzeigen. Ist eh da. Ist ja eh da. Was ist das? Dieser Indikator geht standardmäßig in das untere Panel. Ich zoome jetzt mal raus. Und ihr seht dann gleich schon in etwa, was der tut. Am S&P 500 ist es halt immer tragisch, weil eben zum Open extrem viel da ist. Und der Timeframe ist vielleicht jetzt auch nicht von Vorteil. Was macht das Ding? Ich kann das Ding rechnen lassen, dass es mir auf der Unterseite im Prinzip das Volumen anhand einer Heatmap abträgt. Ja, aber auch das größte Volumen anpasst. Das heißt, wenn ich scrolle, ihr seht das da unten, es ändert sich der Ausschlagwert, je nachdem, was am Chart sichtbar ist. Ich gehe mal runter auf den M5-Chart, wird es dann ein bisschen besser und ich zoome raus. Das sind halt Indikatoren, die sofort optisch zeigen, wo im Prinzip was los war, ja, in welchem Bereich. Man kann das Ganze natürlich auch einstellen für sich selbst. Einige Beta-User haben das schon gemacht. Ich kann jegliche Footprint, jegliche Heatmap nehmen hier und kann die rechnen lassen für das Ganze. Und was auch interessant ist, ich kann das nicht nur aufs Volumen, sondern auch auf Speed Ask legen. Dann habe ich im Prinzip zwei verschiedene. Und ich kann hergehen und kann das vom Panel direkt über den Chart legen. Das schaut jetzt natürlich wahnsinnig schier aus, aber ich kann rauszoomen. Und was ich euch damit zeigen möchte, und das könnt ihr euch anschauen, das ist gar nicht so schlecht. Ich mache jetzt einmal 30 Tage Historie. Ihr seht hier im Prinzip, wie gesagt, ihr müsst ein bisschen mit den Werten spielen, wo die Ausschläge groß waren vor der Bid- und Ask-Seite. Ja. Ihr könnt euch das so mal ansehen auf verschiedenen Timeframes. Auf manchen macht es mehr Sinn, auf den anderen macht es weniger Sinn. Das ist mal einer der kleinen Indikatoren, der dazugekommen ist. So. Der Sascha fragt, gibt es im zweiten Footprint auch die Möglichkeit, die Kerze mittig zwischen den Footprint-Kerzen zu sehen? Ist bei uns, glaube ich, nicht mittig, sondern links, soweit ich weiß. Aber ich mache Folgendes. Ich schreibe mir das jetzt auf. Weil das kann kein Hexenwerk sein. Ja. Ich habe mal ein Memo geschrieben, schauen wir an, ob ich das durchbekomme. Kann jetzt nicht so das große Problem sein. Gut. Der Kevin fragt, ob es Filtermöglichkeiten der Zeit gibt. Ja, natürlich. Also es ist überall, es ist eigentlich überall, wo es Sinn macht, Zeitfilter zu verwenden, bauen wir welche ein. Und wenn ihr was findet, wo der Zeitfilter fehlt, ich hoffe, ihr habt das jetzt in dieser Version schon drinnen. Schauen wir mal kurz. Ist eigentlich ein Standardindikator. Kumulativ Delta kennt jeder. Nur fängt der halt immer hier am Session-Start vor der ETH, vor der Trading-Session, fängt der an zu rechnen. Und ich hoffe, die Kollegen haben es schon integriert. Ja, haben sie. Also in der Alpha-Version habe ich es schon und ich kann im Prinzip hier dann sagen, wenn es schon geht, ich hoffe, es geht schon. Wie gesagt, wir sind hier in der Alpha. Muss ich das jetzt so machen? Natürlich muss ich das so machen. Nein. Custom Session, deswegen. So, und ich sage, ich möchte jetzt irgendwie um 15.30 Uhr, wann die Amis kommen, möchte ich anfangen, mein kumulatives Delta zu rechnen und nicht von vorher, dann habe ich jetzt die Möglichkeit dafür. Ja,
dann rechnet es. Wie gesagt, ist noch in Entwicklung. Hier seht ihr, dass hier der über die Session drüber rechnet. Das darf er natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist Alpha-Version, das Ding ist nicht fertig. Aber hier zum Beispiel schauen wir, dass wir anfangen, das kumulative Delta je nach Bedarf auch um 15.30 Uhr zum Starten lassen. Da ist der Nullpunkt komplett woanders. Also sind alles so Kleinigkeiten, die wir eigentlich auch von einem Customer Feedback haben. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Order Flow Rhythm von bis, fragt der Kevin, müssen wir uns anschauen. Wie gesagt, das Zeug, was ich euch jetzt zeige, das ist frühestens in 4 Wochen bei euch in der Latest. Das muss zum Teil auch noch die Beta durchlaufen. Aber jetzt ein kurzer Trommelwirbel. Ich hoffe, es funktioniert, was ich euch jetzt zeige. Und zwar. Und zwar. Funktioniert es nicht. Das ist schön. Kleiner Moment. Wir brauchen einen Datenfeed, einen richtigen Datenfeed, der mir das auch liefern kann, was ich euch zeigen möchte, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich hoffe, diese Schnittstelle von Entwicklern ist im Moment frei. Ich verbinde mich schon. Gebt mir eine Sekunde. Zap, dauert ein bisschen. Warum mache ich das jetzt? Weil ich einen Datenfeed benötige, der mir das unterstützt, was ich euch zeigen möchte. Einige wissen, was jetzt kommt. So, ich warte noch auf die Verbindung. Fertig, wir sind verbunden. Wir machen den S&P 500 auf und ich zeige euch nur schnell einen kleinen Indikator. Und die Info dazu. Alright. So. Jetzt wird es vielleicht sagen, ja, ist eine ganz normale Markttiefe. Nein, ist es nicht. Wenn wir hier reinzoomen, ist natürlich auch noch nicht fertig. Ich mache es mal groß für euch und mache das Bild einmal größer. Wir können jetzt in Atlas sehen, nicht nur wie viel auf Level 2 Daten liegen, auf den Limits. Wir sehen auch, wie groß die Pakete und wie viele Marktteilnehmer es sind. Ja, also wir sehen hier zum Beispiel auf dem Preis 39,50 am S&P 500, das sind Live-Daten jetzt gerade, ist ein Typ, der hat 60 als echte drin. Ja, und ein Haufen kleine und insgesamt sind es 136. 136, der größte hier drin auf diesem Level ist mit 60. Hier ist einer mit 100. Hier unten haben wir einen großen mit 320, wo wir wissen, wegen MBO-Daten, Atlas kann jetzt MBO-Daten, wie groß die Marktteilnehmer hier positioniert sind und wie viele kleine, wir unter anderem auch, hier auch drinnen sind. Das heißt, das wissen wir. Und wir wissen auch, ich zoome noch ein bisschen weiter rein, wir wissen auch, die werden hier schwarz, die Dinger da drinnen, wann die gefilt werden. Also mit MBO-Daten haben wir ein komplett anderes Set an Tools zur Hand, wo wir eben Eisberg-Indikatoren besser machen können, Stop-Runs identifizieren können und so weiter und so fort. Ja, native Eisberge können wir dann technisch einwandfrei identifizieren, ohne Interpretationsspielraum. Und das ist natürlich was, was in Atlas voll implementiert wird. Ja. Also die Einsicht auf den Levels, wie groß die Limits sind, die da drinnen liegen. Wir sehen jetzt schon, wenn wir uns jetzt nur die nächsten Preise hier anschauen, dass hier oben eher die größeren drinnen liegen auf der Limitseite von den Blöcken her und hier auf der unteren Seite eher kleine drinnen liegen. Wie das Ganze zum Interpretieren ist, das muss man uns dann natürlich anschauen, aber ich bin überzeugt davon, dass das einen Mehrwert bieten kann über die Zeit. Die gleiche Systematik werden wir in den Smart Dome einbauen, dass man auch im Smart Dome dann sieht, welche Blöcke und so weiter sind vorhanden. Und natürlich, wenn ich die Informationen hier im Chart habe, ja, das ist jetzt noch leer, das Ding, das ist eine Tech-Demo und ich sage, ich möchte nur 20er Blöcke sehen, zum Beispiel im Filter, dann kann ich mir genau die Levels raussuchen lassen, wo liegen denn Marktteilnehmer, die größere Blöcke drinnen haben.
ja, und nicht nur wir Retailer von ganz kleinen Blöcken her. Also das wird eine hochinteressante Geschichte werden und gibt uns ein Toolset, ein komplett anderes Toolset an Datenverarbeitung und an Informationen. Ja, das geht dann bis hinein in die Heatmap und so weiter. Was sind MBO-Daten? Gut, jetzt werden wir das ganz kurz aufrollen. Was sind MBO-Daten? So, wir haben normale Daten. So, ich lade das rein für euch. Wir haben normale Marktdaten. Die Marktdaten sagen mir, hier auf der 4443 liegen 296 jetzt auf der Ask-Seite. Die MBO-Daten sagen mir das auch. Nur die MBO-Daten sagen mir zusätzlich von diesen 295, die jetzt da drinnen liegen, wie viele sind das, die da drinnen liegen und die Größen der einzelnen Ordner, die da drinnen liegen. Order. Ja, das heißt, ich habe von der Markttiefe her, ja, habe ich unendlich viele Möglichkeiten, dass ich mich da jetzt da reinhaue. So, jetzt hat es mich kurz aus meinem Datenfeed geschmissen. Ich muss mich kurz neu verbinden mit einem anderen. Die MBO-Daten brauchen wir jetzt eh nicht mehr. So, und das zeigt einem MBO-Daten. Das heißt, bei MBO-Daten hat eine jede Market und eine jede Limit-Order und auch die Limit-Order eine Order-ID, die zuweisbar ist und mit der man arbeiten kann. Im Tape zum Beispiel sehen wir, wenn Market-Aufträge reinkommen, die gleiche Order-ID haben, sind es Eisberg-Aufträge von der CME. Und solange es die gleichen Order-IDs hat, weil jede Market hat eine eigenständige ID. Und wenn jetzt eine Market reinkommt, immer mit der gleichen ID, dann ist das über das native System der CME eine aufgegebene Eisberg-Order zum Beispiel. Der hat 500 Kontrakte bestellt und die laufen halt. Und mit dieser Order-ID können wir Rückschlüsse ziehen, wie lang die laufen, wo sind sie reingegangen in den Markt und so weiter und so fort. Das heißt, da sind unsere Entwickler gerade dran, diese ganzen Tools für euch bereitzustellen. Wird auch natürlich auch nicht auf Preis kommen, logisch. Aber das wird eine ganz interessante Zeit, was jetzt da auf uns zukommt mit den neuen Tools. Der Johannes fragt, Daten Rhythmic oder CQG? Im jetzigen Moment kann MBO-Daten nur Rhythmic und DXFeed. Aber ich denke, dass in Zukunft andere Anbieter hier mitlaufen werden. Ob das mit Rhythmic geht, Dieter? Ja. Rhythmic liefert es. Ist auch ohne Mehrkosten verbunden, soweit ich weiß. Ja? Also das sind so die Sachen, die so kommen. Was ist noch fertig? Zum letzten Mal haben wir auch kurz drüber geredet. Und zwar haben wir drüber geredet, wenn wir arbeiten und viel zeichnen. Hier haben wir im Prinzip jetzt irgendein Zeichentool. Wir machen das mit dem Viereck. Wir sagen mit der rechten Maustaste, das Ding ist global. Zack, und das Viereck ist drüben auf allen Charts des S&P 500. Es lassen sich auch mit Doppelklicken die ganz normalen Settings stellen. Mit dem Rechtsklick kommt, ob es entweder global ist, ob es gelockt ist. Das heißt, ich kann es locken, dann kann ich es nicht mehr angreifen. Ja, dann ist es für das Trading und alles nicht im Weg. Ich kann es nicht versehentlich angreifen. Nur mit der rechten Maustaste. Und ich kann es löschen, komme in den Objektmanager auch rein, wo ich alles ausblenden und sichern kann. Das heißt, volle Integration von Global Drawing ist fertig. Wir schauen nur im Moment, ob wir es ein bisschen verbessern können noch. Das kann sein. Ja. Damit wir da auch weiterkommen. Vor allem mit dieser Gruppierfunktion. Da haben wir noch was vor, aber ich hoffe, ich kann euch das dann später liefern. Das mit den MBO-Daten ist auch für Fremdentwickler geöffnet. Das heißt, ab jetzt können auch Entwickler, die Indikatoren selber schreiben, über diese MBO-API zugreifen und selber Indikatoren dafür machen. Gut, wir haben noch ein kleines Feature. Gibt es Fragen dazu? Klasse, danke. Genau, der Sascha fragt genau so einen Punkt. Kann man im Vorfeld einstellen, dass alle Objekte immer global sind? Und das ist genau noch, ich sage jetzt nicht ein Problem, aber wir müssen eine schöne Art und Weise finden, wie man das macht.
Ich habe meinen Vorschlag eingebracht, dass wenn zum Beispiel jetzt der Chart rot ist und der Chart rot ist, dass automatisch alles, was ich hier einzeichne, global auf der roten Gruppe gezeichnet wird. Das wäre mein Vorschlag, wie man das gut machen könnte. Jetzt sind wir noch am Ausdüfteln und diskutieren, ob das jetzt der beste Vorschlag ist. Wenn wer eine bessere Idee hat, vor allem von der Leichtigkeit, von der Bedienung her, ja, es ist uns immer sehr wichtig, dass wir das so wenig kompliziert wie möglich machen, die ganze Kiste. Sonst schreibt es mir direkt, vielleicht übersehe ich was, gibt es bessere Ideen, ich bin offen für alles diesbezüglich, also da bin ich nicht fad. Ja, gut, im Hauptmenü hat es hier eine Kleinigkeit gegeben. Ihr seht hier im Prinzip, ob der Account verbunden ist oder nicht, das sind so Kleinigkeiten, was jetzt kommen. Weil es angefragt worden ist von euch, ist auch eine relativ wichtige Sache. Wir haben hier ja diesen Dome Trader. Hier kann man ja sofort auf diesen Heatmap-Modus stellen. Ja. Und wir haben das gemacht. Und eine der ersten Fragen ist gekommen, ich kann das Fenster hier nicht ganz wegschieben. Ich brauche eigentlich nur diese schnelle Heatmap. Haben sehr viele Leute gefragt. Wir haben hier einen Button, Chart on, off. Ja, kann ich den Chart im Prinzip wegschalten. Dann habe ich hier nur noch die schnelle Heatmap sitzen. Mit voller Einstellungsmöglichkeit, dann kann ich mal zurückholen auch. Also es ist hier der Button dazukommen, Chart on, Chart off, weil extrem viele gefragt haben, ja, yes. Ich finde es halt lustig, weil man hat dann im Prinzip hier, kann man sich seine Footprints und seine Charts machen und hier hat man im Prinzip die Mikrostruktur, was hier drinnen abgeht, sieht man ja noch einmal. Aber einige wollen nur das verwenden und deswegen gibt es jetzt den Button und die Sache ist erledigt. Ich hoffe, das passt euch. Was haben wir noch? Eine Kleinigkeit haben wir noch, wird für die wenigsten für euch interessant sein. In den erweiterten Einstellungen gibt es ein neues Setting-Set. Wir haben ja diese Pop-up-Windows, was mit Alarme kommen, die kann man ja wegschalten. Ne? Und hier kann man sagen, ob sie rechts, links, wie viele maximal gleichzeitig und wie lange, dass sie aufgeploppt sind. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit am Rande. Ich halte es für nicht so wichtig, weil ich es nicht verwende. Aber unter Umständen liege ich falsch. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir alles. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück. Ein ganz großer Wunsch von euch. Ja, ein ganz großer Wunsch. Es geht euch um Statistiken. Auswertungen und so weiter und so fort. Wir wissen, dass die Statistik, die hier in Atlas selbst bereitgestellt werden, dass die jetzt nicht optimal ist. Die wird bis zum Ende des Jahres auch überarbeitet, aber das Team arbeitet an was anderem zusätzlich und das kann ich euch exklusiv herzeigen. Das hat vorher noch keiner gesehen und das zeige ich euch schnell mal bezüglich was hier abgeht. Wir nehmen das Konto 1223, gebt mir eine Sekunde. Und wir haben dann Trade offen. Wir setzen dieses Konto zurück. Ihr wisst ja, eure Demo-Konten könnt ihr jederzeit mit Reset Account zurück auf Ursprung machen. Und wir machen jetzt einen Chart auf S&P 500 und wir gehen mal jetzt schnell, weil es gut ausschaut. Wir kaufen schnell was. Dann warten wir kurz. 1, 2, 3 Sekunden oder wir warten gar nicht, wir closen das wieder. Wir machen hier noch geschwind im Crude Oil was auf. Hier schaut's so, damit es nicht so blöd ausschaut, lassen wir den im Plus laufen. Kleiner Moment, ich hoffe, er macht das in den nächsten Sekunden, sonst wird es halt ein Minus. Völlig egal für die Demo jetzt. Komm, passt. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Und jetzt mache ich hier auf meinem Browserfenster eine kurze Refresh-Aktion, das ist in Entwicklung, aber ihr seht es vorab. Das ist der Demo-Account 1223. 1223. Ich habe hier zwei Trades abgesetzt. Die Umrechnung funktioniert noch nicht optimal. Wir haben hier den Best Trade, den Average Loss. Wir haben hier die Richtungen Buy Sell. Wir haben hier noch ein Tortendiagramm dazu. Wir haben hier Crude Oil, S&P 500, die Aufteilung. Wir haben hier die Aufteilung an Symbolen und wir haben hier dann im Prinzip noch einmal die Trade-Auswertung. Die Kollegen bauen das gerade auf für euch. Das heißt, hier werden ein Haufen Kennzahlen dazukommen, Recovery Factor, Profit Factor, durchschnittliche Länge, wie lange ihr im Trade seid, wann war der beste, wann war der schlechteste Trade,
was haben wir an Turnover, was haben wir an Kommissionen, Tage, ja, Transaktionen, das Ganze in Geld oder in Prozent, wie lang, wie alt der Account ist, wie viele Trades, Maximal Drawdown und so weiter und so fort. Also das ist was, was jetzt da für euch gerade in Entwicklung ist, das Ganze. Und es wird nahtlos eben mit den Atlas Accounts funktionieren anfangs. Und wir möchten dann halt, dass jeder Trading Account im Prinzip so ausgewertet werden kann und natürlich dann auch exportiert werden kann, weil manche dann doch etwas spezielle Methoden haben, wie sie das Ganze angehen. So. Danke, Philipp, für den Respekt. Julian auch danke, ganz großes Lob, das hört man immer gern. Der Sascha meint eben eine globale Einstellung, dass alle Zeichenobjekte immer, dass alles immer global ist. Ja, unter Umständen ist das auch eine leichte Lösung. Ja, also wie gesagt, da ist die Entscheidung noch nicht hundertprozentig gefallen, was passiert. Ich kann euch ein wenig ein Sneak Peek sagen, zeigen kann ich euch nichts, was bis zum nächsten Mal passiert. Und zwar werden alle Zeichenobjekte jetzt einmal überarbeitet. Ihr kriegt hier nicht nur den VWAP als echtes Zeichenobjekt, ihr kriegt hier auch Kumulativ Delta und Dynamic Levels als Zeichenobjekte und das bringt ganz, ganz interessante Sachen hervor, wo sie dann wirklich das kumulative Delta auch Durchschnittswerte errechnen über diese Kerzen schieben könnt. Also das wird eine ganz eine gute Sache. Wo wir noch dran sind, dieser Bereich hier auf der rechten Seite, das Trading Pendel, bekommt eine Komplettüberholung. Ja, hier kommen Features dazu, hier wird aber auch aufgeräumt. Die Planung ist jetzt so weit, dass es hier dann ein Standard Trading Pendel gibt, mit wirklich nur den Basics und dann ein Umschalter auf Experten, wo gewisse Sachen reinkommen, wo es dann auch irgendwann möglich sein wird, selbst Eisberg-Order aufzugeben, wo es möglich sein wird, sich gewisse Break-Even-Buttons zu setzen. Es bekommt auch die Exit-Strategie an sich selber eine komplette Überholung. Wir haben hier noch immer, und das ist ein Manko, ein Problem, dass ich die Exit-Strategien, wo ich mir sage, entweder ich habe einen Stop-Loss, Take-Profit automatisch, das ist ja kein Problem. Mehrere Stop-Losses, Take-Profit auch kein Problem. Trailing-Stop kein Problem, Break-Even auch kein Problem. Aber wo wir ein Problem kriegen, ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt da einen Trade, dann setze ich so auf, ich habe einen Stop und drei Targets. Ich möchte aber, dass der auch auf Break-Even springt. So, diese Kombinationsmöglichkeit habe ich im Moment nicht und ich drücke da sehr aufs Gas bei den Kollegen, dass wir das kriegen, weil ich möchte doch irgendwie für meine Strategien das Ganze kombinieren können. Also das ganze Fenster hier, die ganze Funktionalität, die ist gerade massiv in Bearbeitung. Da bin ich schon sehr gespannt, was kommt. Also das wird eine ganz interessante Sache werden. Gibt es zu dem ganzen Themenblock jetzt mal Fragen? Jetzt muss ich kurz lesen. Es wird gefragt, könnten Sie mir bitte noch etwas zum Smart Tape und Dom sagen und wie man die zusammenbauen kann und nutzbar macht? Naja, ich kann euch zeigen, wie das funktioniert. Nutzbar ist ein relativer Begriff. Was ist nutzbar? Jeder handelt anders, jeder verwendet die Dinge anders. Manche Dinge in Atlas werden komplett zweckentfremdet, was ich auch gut finde, mit diversen Einstellungen. Also, gehen wir mal an. Ein Smart Tape, machen wir gleich ein bisschen eine Wiederholungsstunde. Ein Smart Tape zeigt dir jede Transaktion an der Börse zu diesem Ticker. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwer irgendwo verkaufen oder kaufen drückt, haben wir hier genau diesen Print drin. Wobei das die halbe Wahrheit ist. Ich hole jetzt ein bisschen aus, aber es ist wichtig zu wissen, damit man weiß, wie das funktioniert. Das auf der linken Seite und das auf der rechten Seite, nachdem ich es umgestellt habe, ist das gleiche Tape. Ihr seht jetzt links das Tape mit den Ausführungen und rechts seht ihr nun das rohe Tape, so wie die Daten reinkommen. Und euch fällt sicher auf, dass auf der rechten Seite, ich hoffe, euch fällt das auf, ich mache es ein bisschen größer für euch, dass ihr das ein bisschen besser seht,
Auf der rechten Seite ist mehr Bewegung drin wie auf der linken Seite. Richtig? Richtig. Auf der rechten Seite bewegt sich viel schneller als wie auf der linken. Wir haben aber fast die gleichen Informationen. Wir haben hier den rohen Datenfluss. Das heißt, eine jede Market Order, die auf eine Limit trifft, so funktioniert ja der Markt, produziert einen Print. Und jetzt haben wir vorher gesehen bei den MBO-Daten, da sind extrem viele kleine drin, Limits mit einem oder zwei. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer 10 Kontrakte in den S&P 500 haut und er wird mit 5 mal 2 Kontrakten auf der Limitseite gefillt, dann haben wir hier drinnen 5 Prints mit 2 Kontrakten, was aber in Wirklichkeit die 10 Kontrakte sind, was der Market gedrückt hat. So funktioniert der Markt seit einigen Jahren, seit die CME das umgestellt hat. Das heißt, jeder, der ein altes, doofes Tape hat, der ist in der Bredouille, würden wir das sagen, von uns in der Steiermark. Deswegen hat Atlas einen Algorithmus dahinter, der euch das wieder zusammenbaut. Das heißt, er nimmt die ganzen kleinen Stücke, der fährt mit einem Algorithmus drüber und wir sehen hier anstatt 20 Einser, sehen wir hier und wissen hier, dass hier 100 Kontrakte gehandelt worden sind. Das jetzt mal vorab. Das ist ein Reconstructive Tape. Das ist ein Tape, das was sich einfach wieder aus den Rohdaten zusammenbaut. Jede Plattform, die das nicht hat, braucht heutzutage gar kein Tape mehr. Ja, es ist für nichts. Und was haben wir hier für Informationen? Gehen wir das gleich durch. Wir haben hier im Prinzip die Uhrzeit. Ja, das kann man auch so weit spinnen, dass ich das auf Millisekunden hinterbrechen kann, die Ausführungen. Ja. Genauso wie der Print stattfindet, haben wir da. Wir haben den Preis, wir haben die Tickveränderung in Plus, Minus, wir haben das Volumen, wir haben die Bid- und die Ask-Preisseite und wir haben die Größen. Wird oft gefragt, was ist die Größe? Ich halte das Tape mal an. Das heißt, wie lese ich das? Um 18.51 Uhr und 17 Sekunden sind 10 Kontrakte gekauft worden. Ja, das war der Bid- und der Ask-Preis und es waren von den Größen her im Limit Order Buch zu diesem Zeitpunkt 97 am Ask und 350 am Bid. Das sind die Größen. Und das ist das Average. Und so kann man das lesen. Jetzt brauchen viele alle diese Informationen nicht. Ich persönlich brauche das auch nicht alles. Ja, aber wie gesagt, das ist immer persönlich und wie es jeder braucht. Ich brauche die Größen nicht. Ich brauche das Bid Ask nicht. Ich brauche auch das nicht. Ich brauche wirklich nur Zeit, Preis, Volumen, damit ich weiß, wann was gehandelt wird. Und auch in dieser Form ist es jetzt ganz was zum Drüberstreuen. Ich sehe hier halt alles. Ich sehe auch einen Kontrakte, ich sehe 5 Kontrakte und je nach Markt, wo ich unterwegs bin, kann ich mir das Tape noch anders zusammenzimmern und kann sagen, ich möchte bitte sehen, wenn irgendwas größer 5 ist. Hoppala, falsche Zeile. So. Jetzt fehlen mir in diesem Tape alle Ausführungen, die was zwischen 1 und 4 Kontrakte sind. Und alles, was 5 oder größer ist, wird mir hier gezeigt. Ja. Ich kann hier aber auch hergehen und sagen, ich möchte wirklich nur etwas Größeres sehen. Ich möchte nur hier benachrichtigt werden. Ich kann mal einen Alarm setzen, wenn was größer wie 50 Kontrakte reinkauft oder verkauft. Dann sehe ich das hier. Und ich kann aber auch, und das habe ich auch im Webinar schon mal gezeigt, ich kann auch hergehen und sagen, ich mache mir jetzt 3 Tapes mit 3 verschiedenen Filtern. Ich möchte hier entweder nur kleine, mittlere oder große sehen und sehe, wenn ich mir das eine Zeit lang anschaue, wer den Markt gerade bewegt. Sind es die kleinen, die mittleren oder eher die großen? Ja, also wenn es nur zum Beispiel bei einer mittleren Bewegung hier drinnen gibt oder mehr wie sonst, dann weiß ich, ah, die mittleren Größen bewegen gerade den Markt. Und wenn bei den mittleren und bei den großen ganz ruhig ist und nichts bewirkt, dann wissen wir ganz genau, es sind höchstwahrscheinlich eher die Retailer, die gerade den Kurs nach oben treiben. Und das ist hin und wieder zum Schluss mal folgern nicht schlecht. Das zum Thema Tape. Gibt es da noch Fragen beim Tape? Ob das auch für ein Bitcoin gilt? Ich habe jetzt da keinen Datenfeed bei der Bybit oder bei Binance, aber du hast ganz genau ein Smart Dome Funktionalität und auch ein Smart Tape Funktionalität am Bitcoin, zumindest auf Kryptobörsen. Es gibt ja den Bitcoin Future auch noch. Ja. Minimum und Maximum gehört anders geordnet. Danke, Wolfgang. Ist mir jetzt gerade in dem Moment, wie ich es falsch eingegeben habe, auch aufgefallen. Danke vielmals. Also das jetzt zum Tape. Ja, wir haben hier noch 2 andere Sachen, die habe ich euch wieder mal vorenthalten. Wir haben hier noch, ich schalte ein, dass man alles sieht. Wir haben hier noch einen
zwei Balken hier auf der rechten Seite. Hier ist im Prinzip ein Speed-Barometer, der mir zeigen kann, wie schnell das Tape läuft. Manche brauchen das, die was aber gewisse Volatilität brauchen, um überhaupt handeln zu können. Die möchten halt, dass das Ding hier unten auf Anschlag ist, vorher tun sie nichts. Und hier haben wir einen Buy-Sell-Pressure-Filter im Prinzip. Wie funktioniert der? Der tut nichts anderes, das ist kein Hokuspokus. Der hat einen Zeitfilter dahinter und sagt halt, okay, in den letzten 10 Sekunden ist eher mehr gehandelt oder mehr verkauft wie gekauft worden. Ja, dann muss man sich einstellen, wie man braucht. Gibt es Fragen zum Smart Tape? Ich hoffe nicht, weil wir haben nicht mehr viel Zeit und werden bald jetzt zum Smart Dome rübergehen. Dann mache ich das mal zu. So. Auf zum Smart Dome. Wir machen wieder den S&P auf. So. Ganz kurz Smart Dome. Was ist das? Es gibt einige, die sind schon öfters dabei gewesen, die kennen sich schon aus, aber ich muss für die wiederholen, die es noch nicht wissen. Also wir haben hier die Preisachse. Ich mache einen Chart dazu auf, dass es einfacher ist für die meisten. Wo ist er? Hier ist ein 5-Minuten-Chart, den nehmen wir gleich her. Der muss hier halten. So, gut. So, im Chart hast du die Preisvergangenheit, die hast du im Smart Dome nicht. Im Smart Dome hast du die Preisachse hier, ja, den aktuellen Preis, den aktuellen Ask-Preis, Bid-Preis und was in der Markttiefe drinnen liegt. Das heißt, das ist im Prinzip das, was ich mir hier einblenden kann. Wenn ich da jetzt reinzoome. Die 56, 66, geht jetzt ein bisschen schnell, nehmen wir diese 180, 183. Also das, was hier am Rand abgebildet ist, ist eben hier in der klassischen Form abgebildet. Ich kann hier mit dem Mausrad draufgehen. Ich sehe überall, wie viele Limits drinnen liegen. Und das ist zum Beispiel auch ein Modul, was auf MBO-Daten kommt. Dann weiß ich dann ganz genau, bei diesen 271 oben, sind da große Blöcke dabei oder nicht. Wird interessant. Und ich kann hier im Prinzip direkt aus dem Smart Home handeln. Ich kann mir auch im Prinzip Limits reinstellen. Ja, ich kann mir hier mein Limit reinstellen. Ich sehe hier am Q, da wie viel da bin ich an der Reihe. Das heißt, wenn ich hier eine Order reinstelle, bin ich der 119. Es muss zuerst alles vorher abgearbeitet werden, bis ich dran komme. Das heißt, first in, first out. Ja. Und hier sehe ich dann den Q auch. Das heißt, ich sehe live, auf welcher Stelle bin ich. Jetzt ist noch einer dazukommen, jetzt sind wir 120, wir sind noch auf 119, weil vorher keiner was, wenn wir jetzt was wegstorniert von diesem Preis, dann rücke ich noch vor. Ich tue mir leichter, wenn wir hier eine reinstellen, da passiert ein bisschen was, sind wir näher am Markt. So, wir sind jetzt reingekommen, haben wir die Order reingelegt bei 160, jetzt haben wir schon 157. Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen rauftickern. 154. 151. Wenn jetzt ein paar Leute wegstornieren, ihre Order, dann rücke ich weiter nach vor. Jetzt bin ich 145. So, und jetzt machen wir kurz mal einen Stopp. Jetzt bin ich 127. Es geht jetzt relativ schnell. Wenn der Kurs hier reinkommt und handelt und er handelt aber nur 126 Kontrakte, dann bleibe ich da stehen. Dann bin ich nicht dabei. Ja, das muss man auch wissen. Das heißt, nur weil der Kurs hierher kommt, heißt das nicht, dass ich abgeholt werde. Jetzt bin ich 112. Vor 151, es sind hinter mir welche dazukommen, 161, siehst du. Und vorne wird abgezogen jetzt ein bisschen, ein paar stornieren, sind ungeduldig, setzen ihn weiter runter. Deswegen geht mein Queue, das heißt meine Reihenfolge, jetzt bin ich dann bald einmal dran. Und umso weiter ich unten bin, wenn ich zum Beispiel Erster bin, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich hier ausgeführt werde, weil einer wird schon reinhandeln in den Preis. Aber wenn man sich das hier anschaut, machen wir kurz mal einen Wechsel. In ein richtig dickes Instrument. Oder schauen wir, der reicht schon. So, hier haben wir 2200, die vor mir liegen. Also, wisst ihr, was ich meine? Da muss wer mal Market 2500 oder 2497, Entschuldigung, handeln, bis ich dran bin. Dicker Markt, läuft langsam, aber massig an Volumen drin. Ja. Also hier kann man Size reinpacken in den Markt. Das zu dem Thema. Und man kann sich diesen Dom in Atlas eben frei konfigurieren. Also es gibt hier im Prinzip einige, das ist aufgebaut in verschiedenen
Parametern und Spalten. Ich kann das Ganze verschieben. Ich kann mir, wenn ich es möchte, die Ask-Seite ganz rüberschieben und runterschieben. Ich kann den wirklich frei editieren, was die Farbe und die Optik angeht. Ich kann mir hier im Prinzip Volumenprofil einblenden lassen, weil ich es irgendwo jetzt da bei den Fragen gelesen habe. Ich kann mir genauso sagen, dieses Histogramm ist jetzt nicht Volumen, sondern das ist Delta. Dann habe ich im Prinzip mein Delta-Profil vor dem Ganzen. Ja, also hier gibt es unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten, sei es Farbe, sei es Schriften, sei es fette Schrift, kleine Schrift, große Schrift. Ich kann hier natürlich blitzschnell arbeiten. Ja, ich kann hier im Prinzip direkt reingehen, direkt rausgehen. Und das funktioniert. Ich kann Market reingehen, ich kann hier alles stornieren. Also ich kann im Prinzip, so wie es früher war, auch nur am DOM handeln, was ich keinen empfehle, vor allem nicht, wenn er das nicht lang genug macht. Aber es ist möglich. Gut, es sind ein paar Fragen noch dazu gekommen. Die gehe ich noch schnell durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ob es eine Aufzeichnung gibt, es wird natürlich jedes Webinar aufgezeichnet. Also den ganzen, wenn ich Blödsinn rede, der bleibt auf YouTube für immer. Ja, wird alles aufgezeichnet und wenn alles gut geht, ist das Video heute Abend noch online und sonst sind sie meistens sehr schnell, maximal ein, zwei Tage, dass man später schauen kann. Danke fürs Lob. Im DOM kann man sich, nein, Big Trades kann man sich im DOM so nicht anzeigen lassen, weil ein Big Trade in Wirklichkeit entweder er passiert jetzt in Echtzeit, dann sehe ich ihn, ja. Aber ansonsten habe ich keine Möglichkeit. Ein Big Trade ist ja nichts anderes. Wo waren wir? Wo haben wir es denn? Irgendwo ist noch ein Fenster von mir versteckt. Kleiner Moment. Wo ist es denn? Das, Mann, ich habe schon zugemacht. Ich mache es euch schnell auf, weil sie mir so brav zuhört. Was ist ein Big Trade? Ein Big Trade ist im Prinzip eine große Ausführung. Ne? Also jetzt filtern wir das. Jetzt machen wir den Minimal Filter auf 100. Das ist jetzt nichts anderes. Okay, jetzt war jetzt nichts in der letzten Zeit. Am FDAX werden wir keine 100er finden, gell? Sind wir uns einig? So, das ist jetzt nichts anderes, als wie wenn ich den Big Trades Indikator auf 50 stelle. Dann zeigt der mal im Chart die Uhrzeit genau, den Preis genau, macht ein Kügelchen und schreibt mir rein, dort sind die 50 ausgeführt worden. Das ist ein Big Trade. Ja, also in Wirklichkeit, wenn ich mit dem DOM arbeite und einen Big Trade sehen will, dann schaut das genau so aus. Dann sehe ich jetzt, auf welchem Preis das wir arbeiten und ich sehe hier in Echtzeit, wenn ich das noch ein bisschen für ein S&P 500, wenn ich das noch ein bisschen verfeinern möchte, das Ganze, sage ich, jetzt möchte ich einen Big Trade über 100 Kontrakte möchte ich sehen. Erstens sehe ich das hier drinnen, ja, sofort, wenn einer mit großer Size reingeht und ich kriege hier einen Ticker, dass wer 100 gekauft hat. Also so würde man im Prinzip ohne Charts Big Trades am DOM identifizieren und sehen können. Ne? Hochinteressant wird es halt, wie gesagt, mit den MBO-Daten auch da drinnen. Ne? Weil dann wissen wir und sehen wir ganz genau, welche große Markets auch auf große Limits treffen, ob das dann Zufälle sind oder nicht. Ja? Weil eins ist ja klar, wir sind jetzt hier am S&P 500. Und wenn hier wer, komm, gib Gas. Also, so, gib Gas. Wenn hier wer 300 Kontrakte in den Markt ballert, ja, dann macht er hier ganz normal mehr wie drei Preise frei. Das heißt, der steigt jetzt hier ein bei der 4440 mit 300, dann cleart er den und da oben ist er irgendwann gefüllt. Das heißt, sein Trade braucht vier Preise, dass er ausgeführt wird, weil er ja für die 300 die komplette Liquidität im Orderbuch auffrisst. Ja, das heißt, wenn er den leer gemacht hat jetzt mit 90, gehen wir rauf auf 80, dann gehen wir drauf auf die 138 und dann ist er irgendwann gefüllt mit seinen 300 Kontrakten. Und deswegen tun sich ja gewisse Marktteilnehmer so schwer. Ja, also wenn der den Auftrag hat, der muss heute irgendwann um eine gewisse Uhrzeit oder um einen gewissen Preis 3000 Kontrakte am S&P 500 in den Markt schirmen, dann wird der nicht mit 3000 Kontrakte dort reinmarschieren, weil dann wird er wahrscheinlich vor seinem Chef ein Riesenproblem kriegen, ja, weil dann hat er wahrscheinlich eine Ausführung von da bis da oben irgendwo. Deswegen stückeln die natürlich auch die Size. Da sind jetzt dann Algorithmen dahinter, so ins Eisberge dahinter, what auch ever.
es wird natürlich geschaut, dass da keiner weiß, dass der mit 3000 Kontrakte rein will. Ja. Und wenn er das auf der Limitseite macht, dann sehen natürlich alle anderen, wenn er das normal macht, dass hier statt 270 jetzt 3000 stehen. Na, was wird denn passieren, wenn hier der Kurs herkommt? Dann wird sich an jeder Marktteilnehmer denken, bist deppert, 3000, der möchte jetzt 3000 verkaufen. Da fahre ich mit, ich stelle mich mit der Limit genau daher. Ja, dann betreibe ich im Prinzip Frontrunning zu diesem, der was da seine 3000 Stücke in den Markt bringen möchte als Verkauf. Und da muss ja dann auch wer 3000 Mal Market mit einem Kontrakt oder mehr reingehen, bis er das gefühlt hat. Ja, also das jetzt ein bisschen zu dem Ganzen. Ich werde jetzt noch ganz geschwind die Fragen beantworten. Ein paar sind noch da. Danke Julian. Danke Jörg. Ob es Änderungen an der neuen Heatmap gibt, noch nicht, aber da kommt was. Wie gesagt, ich habe euch das versprochen. Sie arbeiten auf Hochdruck daran, dass wenn man die Heatmap öffnet, zumindest einen oder zwei Trading-Tage vorab da drinnen geladen hat. Jetzt ist es ja so, dass man im Prinzip mit Daten versorgt wird. Diese werden live aufgezeichnet und abgelegt. Ist eine altmodische Lösung. Ist nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte haben, wenn wir denn die Heatmap öffnen, dass wir hier zumindest, das ist das Minimumziel, die aktuelle Session als Ganzes drinnen haben von der Markttiefe her. Ja. Der Mike hat doch eine interessante Frage, ob Symptome eine Möglichkeit für ein Sliding Volume Spalte gibt. Und das helfen wir einmal zu bestimmen. Das ist eine interessante Sache und ich hätte vielleicht gern die genaue Beschreibung, wie du dir das vorstellst, per E-Mail, Mike. Schreib doch an de.support@atlas.net. So. Gibt es die Möglichkeit, dass man Widerstände sieht in dem Bereich, wo sich der Markt gerade befindet, ohne dass man es jedes Mal selber einzeichnen muss? Welche Art von Widerständen? Also ich kann jetzt ja auch sagen, wenn ich einen normalen Chart habe, was sind für dich persönlich Widerstände? Also es gibt jetzt Widerstände, die sich von der technischen Seite her, von der Charttechnik her ergeben. Es gibt aber auch Widerstände, die, was ich sage, da brauche ich das Volumen gar nicht dafür. Da schaue ich mir jetzt einmal einen Chart an, ich mache den auf und anhand der Kerzen sehe ich im Prinzip hier, dass es hier einen Widerstand gegeben hat und dann ziehe ich das weiter rüber und der Widerstand war da auch noch da. Also das, wie willst du validieren, welchen Widerstand? Und ein vollautomatisches System, welches dir Widerstände anzeigt, welche auch immer, ich hätte gerne ein gutes gesehen, sodass ich nichts mehr tun brauche. Es ist zwar einiges in Entwicklung, es gibt auch diesen Support and Resist Indikator, der hier auch arbeiten ist. Ich schaue nur, ob ich den da habe. Ich glaube, der heißt so, nicht? Jetzt muss ich gerade einmal schauen. Volume-Based Support Resist Zones gäbe es. Da muss man reinladen. Also das ist irgendein frischer, neuer Indikator, der was meiner Meinung nach jetzt hier gar nicht funktioniert. Habe ich mich auch nicht beschäftigt. Also es gibt solche Tools, die sind in Entwicklung. Ob die wirklich einer händischen Analyse vorgreifen und besser sind, wage ich zu bezweifeln. Ja, weil ein bisschen Interpretationsspielraum muss schon der Händler auch noch irgendwo, kann dazu nicht wirklich was sagen. Manche, vielleicht ist es für manche auch besser so, wenn ein Tool das vollautomatisch macht und man selber einfach hier im Prinzip sich nicht verleiten lässt. Whatever, es kann sein. Patrick fragt, in den MBO-Daten in Atlas muss gar nichts angepasst werden. Ja, also du brauchst im Prinzip nur eine Quelle, die dir das liefert. Ja, das machen alles wir für dich. Das wird automatisch erkannt alles. Du brauchst nichts umstellen, gar nichts. Im Tape das Plus und Minus, die Spalte, was wir hier haben, sie hier, die wir hier drinnen haben, ist im Prinzip die Preisbewegung. Also das ist hier jetzt natürlich, weil wir das gefiltert haben, ist das verzerrt. Ja, das machen wir mal raus. Jetzt machen wir mal das Original-Tape, wo wir wirklich alles sehen. Und hier sehen wir dann wirklich Plus, Minus. So, es gibt in der Wissensdatenbank eine genaue Beschreibung, wie das funktioniert.
Hier im Prinzip wechselt sich gerade Plus und Minus ab, weil sich der Preis nicht erhöht oder nicht, der tanzt gerade um einen Preis rum. Ja? Wenn wir aber jetzt einige Käufer oder Verkäufer in eine Richtung haben, wo sich der Preis ändert, ohne dass ein Verkäufer dazwischen kommt, wirst du hier sehen, der hat zwei Ticks Minus gemacht, wieder Plus, wieder Minus. Also hier sieht man im Prinzip die Preisbewegung, ja, ohne dass eine andere Order dazwischen grätscht. Schauen wir mal ein bisschen, bleiben wir ein paar Sekunden drauf, vielleicht sehen wir so einen Zeitpunkt. Das ist jetzt eben die Zeit, ist nicht gerade die beste dafür, aber nehmen wir was, was etwas mehr Wumms hat. Kurz mal in den Nasdaq. Nasdaq hat mehr Wumms, wie es ihr seht. Die ist dünner natürlich und da können Orders natürlich viel mehr Preisbewegung auslösen. Ja. Seht ihr das? Und jetzt seht ihr im Prinzip, wie die Prints und die Folge Händler, die Folgeabfolge vom im Tape, wie sich das aus dem Preis auswirkt. Ja, eine genaue Beschreibung findest du in der Wissensdatenbank, wie das berechnet wird. Damit ist das, glaube ich, gegessen jetzt. Danke, Sascha. Danke, Patrick. So, dann würde ich hiermit mal Schluss machen. Das war halt ja, ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, ein bisschen neue Features, damit ihr wisst, dass wir für euch was machen, dass wir da sind. Und nächstes Mal werden wir wieder mit einem praktischen Thema rangehen, also wo wir uns wirklich wieder anschauen werden, wie man gewisse Sachen auf dem Chart realisiert. Aber ich finde es halt gut, dass man zwischendurch auch ein bisschen drüber redet, was wir für euch machen und was gerade in Planung ist. Und dass ihr auch wisst, dass wir ganz genau zuhören, wenn mit uns geredet wird und das nicht alles verloren wird. Somit, Nelson, du bist da, gell? Ja, sicher. Dann bin ich mit meinen Ausführungen fertig für heute und wünsche euch alles Liebe und Gute. Super. Ich schließe mich hier den Chat an und bedanke mich für das Webinar. Wieder top von dir, Michael, und super neue Funktionen und Informationen, die du uns heute mitgebracht hast. Hier wurde noch eine Frage gestellt, ob die Frage beantwortet wurde. Ja, wurde sie. Einfach die Aufzeichnung sich anschauen. Ich glaube, sollte man sowieso, um das Ganze nochmal in Ruhe entsprechend aufzunehmen und sich anzuschauen. Ja, dann bedanke ich mich für die Teilnahme bei dem schönen Wetter draußen, für das Interesse. Einen schönen Abend noch, viel Erfolg diese Woche. Bleiben Sie gesund und sehr gern bis zum nächsten Mal. Ciao.